Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten Land vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um den Stadtstaat Singapur. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel dann auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch hier oben auch nochmal verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf Informationen aus diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. So, dann beginnen wir mit meinen Tipps zur Anreise. Singapur erreicht man wohl meist über den Flughafen Changi Airport. Dieser ist zugleich ein großer Hub, der viele Umsteigerverbindungen, zum Beispiel auch nach Ozeanien, bietet. Der Flughafen ist sehr modern gestaltet und strahlt auch eine gewisse ruhige Atmosphäre aus. Es gibt Direktflüge, zum Beispiel mit Singapore Air, von Deutschland aus. Umsteigerverbindungen bestehen über andere große Hubs, wie beispielsweise Dubai. Die Einreise gestaltete sich in meinem Falle völlig easy. Passwort zeigen, kein Visum vorneweg, einfach rein. Man wird lediglich kurz zur Verifikation nach seinem Namen gefragt. Schon im Flugzeug wurde eine Arrival-Karte ausgeteilt, die man eben dort auch zeitsparend ausfüllen sollte. Zur Einreise muss dann dieser Zettel mit abgegeben werden. Sehr eindringlich wird auf der Arrival-Karte davor gewarnt, dass Drogenkurieren gemäß den Gesetzen des Landes die Todesstrafe droht. Singapur ist ein Stadtstaat, der sich auf einer nicht allzu großen Insel vor der malaysischen Landzunge befindet und durch ein Gewässer getrennt wird. Knapp 5,7 Millionen Menschen bilden ein Multikulti-Volk. Deshalb ist im öffentlichen Leben auch alles teilweise viersprachig ausgeführt: Englisch, Chinesisch, Indisch und Malaysisch. Die Menschen sind Besuchern gegenüber freundlich, kamen mir in Teilen aber doch ein wenig verschlossen vor. Englisch wird gut gesprochen und verstanden, obgleich das manchmal ja auch mehr so eine Art Singlisch ist. Das heißt, man muss schon ziemlich genau hinhören, was gesagt wird. Einmal mehr ist Singapur durch seine Verbotskultur bekannt geworden. Verbotsschilder gibt es nämlich viele. Dadurch ist die Stadt aber auch als sauberste Stadt der Welt bekannt. Besonders die unterirdischen Einkaufsmalls bzw. deren Fußböden erscheinen trotz darüberlaufender Menschenmassen so sauber, dass man sie förmlich ablecken könnte. Singapur liegt knapp nördlich des Äquators und somit ist das Klima tropisch. Die vielen Hochhausbauten lassen einen dazu gern verleiten, Singapur als das tropische New York zu betiteln. Die Temperaturen bewegen sich folglich ganzjährig um die 30 Grad Celsius tagsüber und auch nachts werden nicht selten noch jenseits der 20 Grad erreicht. Im Dezember habe ich es erlebt, dass der Tag oft morgens wolkenlos beginnt, gegen Mittag zieht es sich so ein bisschen zu und gegen Abend sind dann manchmal auch Schauer möglich. Wenn es regnet, dann aber auch richtig. Wohl auch wegen des teils feuchten Wetters sind viele Teile Downtowns untertunnelt und die einzelnen Plazas miteinander unterirdisch verbunden, sodass man trockenen Fußes vom einen Gebäude zum anderen gelangen kann. Das Stromnetz hat eine Spannung von 220 Volt. Für die Steckdosen benötigt man in Singapur einen Adapter. Es sollte der gleiche wie in Großbritannien sein. In Singapur wird mit dem Singapur-Dollar bezahlt. Bargeld kann gegen eine geringe Gebühr aus einem der vielen ATM-Automaten gezogen werden. Ähnlich wie in den USA kann de facto überall mit Kreditkarte bezahlt werden. Etwas Bargeld ist aber dennoch nicht verkehrt, insbesondere wenn man zum Beispiel in den urbanen, typisch asiatischen Restaurants etwas zu essen kaufen will. Am Flughafen Changi gibt es in der Arrivals Hall die Möglichkeit, sich sogleich eine SIM-Karte für das lokale Singtel-Netz zu kaufen. Für Kurzzeitaufenthalte, bis wenige Tage, ist das aber wahrscheinlich weniger sinnvoll. Singtel hat in ganz Singapur fast überall volle 5 Balken, auch in den MRT-Tunneln, also dem Nahverkehrssystem. Im öffentlichen Raum gibt es an einigen Stellen WLAN-Hotspots, die jedoch einen Account verlangen. Eine Stunde kann schon manchmal 5 bis 10 Singapur-Dollar kosten. In den Hotels gehört das WLAN zum Übernachtungspaket oft dazu. Singapur ist ideal zum Shoppen. Es gibt viele Einkaufsmalls und Läden, deren Preisniveau jedoch europäische Züge aufweist.
Man kann sich Singapur diesbezüglich, wie schon erwähnt, als das New York am Äquator vorstellen. In den Vororten der Kernstadt gibt es indes viele chinesisch geprägte Restaurants und die das Essen günstig am Straßenrand anbieten. Die Hygiene erscheint jedoch für Europäer etwas stellenweise anders gelagert zu sein. Speziell Touristen werden die 7-Eleven-Stores anlaufen, in denen es Getränke und das Allernötigste zum Essen gibt. Bezahlen kann man hier bequem per Kreditkarte oder in Bar. In Singapur herrscht Linksverkehr. Der Straßenverkehr ist sehr dicht und in der Innenstadt gibt es viele Einbahnstraßen. Etwas aufpassen sollte man bei den Mopedfahrern. Diese ziehen nicht selten dicht an den Fahrzeugen vorbei und auch, dass alle Fahrzeuge ihre Spur halten, ist eher die Ausnahme. Es wird gern gependelt. Parkplätze gibt es in der Innenstadt nur wenige und man muss auf Parkhäuser ausweichen. In den urbanen Gebieten geht es dafür etwas ruhiger auf der Straße zu. Ein PKW lohnt sich zumindest für einen Kurzaufenthalt definitiv nicht. Die ganze Singapurinsel ist ohnehin durch den öffentlichen Personennahverkehr sehr gut in Form von Bussen und vor allem dem MRT-System, also dem U-Bahn-System, erschlossen. Das MRT-System ist wahrscheinlich eines der modernsten seiner Art. An den U-Bahnhöfen fahren die Züge hinter verschlossenen Schiebetüren vor, die sich erst nach dem Stillstand eines Zuges öffnen. Auf dem Fußboden ist markiert, wo am Bahnhof zusteigende Fahrgäste sich aufzustellen haben, um ankommende Fahrgäste zunächst aussteigen zu lassen. Für die MRT gibt es Einzelfahrscheine, besser ist es aber noch, man kauft sich gleich eine EZ-Link-Karte. Einmal mit 10 Singapur-Dollar aufgeladen, werden die Fahrten entfernungsmäßig abgerechnet. Eine typische Fahrt von einem Vorort in die City kostet so ungefähr 80 Singapur-Cent. In die urbanen Gebiete, zum Beispiel die Woodlands im Norden, da ist man schon so mit 2 bis 3 Singapur-Dollar dabei. Für Touristen gibt es dem Hörensagen nach nur am Flughafen ein 3-Tages-Ticket für um die 30 Singapur-Dollar. Meine Erfahrung ist aber, dass sich das nicht unbedingt lohnt. Die Distanzen in Singapur sind zwar nicht kontinental, mit der MRT fährt man zum Beispiel zu den Woodlands im Norden aber durchaus schon mal 40 Minuten. Mit dem Auto ist man sicher 1 bis 1,5 Stunden unterwegs. Singapur ist ein reiches Land und demzufolge bewegt sich der Wohlstand auch auf einem recht hohen Niveau. Die Einheimischen habe ich zudem recht technikaffin empfunden. Man sieht viele Menschen im öffentlichen Raum, die ihre elektronischen Geräte herumtragen, sei es denn Kameras oder ihr Smartphone. Zumindest ist es das, was mir so aufgefallen ist. Für weitere Informationen zum Punkto Sicherheit verweise ich an dieser Stelle auch mal auf die Ausführungen vom Auswärtigen Amt. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Singapur. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr auch gewisse Dinge bereits einfach schon anders empfunden habt. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir aber auf jeden Fall noch, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert und vergesst auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch künftig eine Benachrichtigung bekommt, falls ich mal wieder ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.